Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Review meinerseits. Heute reden wir über eine komplette Achterbahn, Kategorie, Art, Typen, Bezeichnung von einem Hersteller und können daran auch nochmal sehen, eine Sache, die ich schon tausendmal beantwortet habe, dass man nicht pauschal sagen kann, ob irgendjemand irgendwo in eine Achterbahn reinpasst oder nicht. Und jetzt, also, hä, was ist denn jetzt damit gemeint? Also, ich kriege super oft Nachrichten. Ja, kannst du sagen, ob ich da und da reinpasse? Ich bin so groß und wiege so viel oder ich habe Kleidergröße so und so weiter und so fort. Und ich sage dann immer, ey Leute, das kann man einfach nicht pauschal sagen. Es kommt auf die Verteilung an, es kommt auf die Bahn an, in der ihr gerade sitzt. Es kommt da auch nochmal auf die Bügelgurte und Sonstiges an oder die Motivation der Mitarbeiter. Das kann man einfach nicht alles pauschalisieren und das will nie einer hören. Und das ist dann auch blöd, weil das ist immer so, jemand fragt was, kriegt nicht die Antwort, die er haben will und ist dann unglücklich. Aber man kann es halt einfach nicht pauschalisieren. Und das können wir relativ gut eventuell an dem Beispiel von dem Impulse Coaster von Intermin machen. Ich wollte mich jetzt mal über die Impulse Coaster reden. Oder man kann das Ganze auch Spike Coaster nennen oder Twisted Halfpipe oder. Und die Dinger baut Intermin seit 1998. Es ist wohl gerade auch einer in China im Bau und es sind 8 bei RCDB gelistet bisher. Und da ist das ganz große Problem, man hat einen Schulterbügel und der hat einen Gurt, aber an der Seite und es gibt 2 Schnallen an der Seite, wo man den Gurt einstecken kann und das muss dann auch irgendwie passen. Und ich stand vor 4 von diesen Impulse Coastern auf der ganzen Welt schon und 2 davon konnte ich nur fahren. Der erste war in Cedar Point, nennt sich dort Wicked Twister, ist glaube ich sogar jetzt auch schon Geschichte, weiß ich gar nicht. Und der hat 2 Twisted Vertical Rollbacks. Also man hat nämlich, das ist einfach nur eine ganz lange gerade Strecke, die man dann hochgeklappt hat. Und dann hat man das beim Wicked Twister auf den beiden Seiten so eingezwirbelt, so ein bisschen Korkenzieher-mäßig. Und das Ganze ragt 65 Meter in den Himmel, ist ganz schön beeindruckend und erreicht auch 116 km/h. Bei den ganzen anderen jetzt ist es mal ein bisschen niedriger oder mal ein bisschen höher, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Das ist so eine minimale Variation, wo man nicht weiß, sind das irgendwelche Daten, die Parks anders angegeben haben oder. Auf jeden Fall war das so der erste Impulse Coaster und da habe ich im Vorfeld schon gehört, dass da einige schon ihre Probleme mit hatten und so war es dann auch bei mir. Ich konnte das Ding nicht fahren, das hat nicht gepasst. Der Gurt ist dann nicht eingerastet, eingeschnappt und ein paar Tage später waren wir im Dorney Park und im Dorney Park steht ebenfalls ein Intermin Impulse Coaster und zwar Possessed. Der hat noch ein bisschen kleinen Unterschied, der ist farblich gleich gestaltet, aber der hat auf nur einer Seite diese Twisted Vertical Rollback und auf der anderen Seite ist nur ein Vertical Rollback, also es geht einfach nur gerade hoch und dann wieder runter und da hat es gepasst. Dann konnte ich dann diese Bahnen, die alle übrigens mit einem Lim-Lounge ausgestattet sind, fahren, die auch unfassbar viel Abwärme von oben haben, also so, das Ding wird natürlich warm, das ist jetzt nichts Neues, aber dann sind darüber natürlich Gebläse, um das Ganze runterzukühlen und die blasen von oben die warme Luft nach unten auf die Leute, die da im Inverted-Zug sitzen. Ist jetzt auch alles nicht so spektakulär, es ist halt schnell, es ist halt ein krasser Lounge mehr oder weniger, aber dann bist du nur hin und her am Eiern und je nachdem, du musst entweder ganz vorne oder ganz hinten sitzen, damit es überhaupt irgendwie einen Effekt hat. In der Mitte sind die Bahnen total nutzlos. Auf jeden Fall konnte ich das Ding dann erfahren. Halbes Jahr später waren wir in Kalifornien und in Six Flags Discovery Kingdom steht auch so ein Teil. Auch wieder etwas Besonderes, heißt Flash Vertical Velocity. Manchmal oder öfter steht da auch einfach dran V2, was da geht es vielleicht. In Deutschland würde ich eine Attraktion vielleicht nicht so nennen. Und da passt es wieder nicht. Ich weiß auch von anderen, die mit uns auf der Tour waren, die haben sich da 5 oder 6 Mal umgesetzt, bis die einen Sitz gefunden haben, wo es gepasst hat, wo dann der Gurt so weit ausgeleiert war, dass es ging. Und das Ding hat auf einer Seite auch diese gerade Vertical Rollback, auf der anderen Seite ein Twisted Inline Rollback. Sollte auch so werden wie zum Beispiel das Ding im Dorney Park, aber man hat, also es sind auch nur so Erzählungen und Gerüchte, das ist auch nichts Bestätigtes, das wollte auch vom Parkseite aus niemand so bestätigen, man hat aber, das ist Fakt, eine Höhenbeschränkung in dem Park, man darf nicht auf eine gewisse Höhe bauen, war einem wohl erstmal egal und hat dieses Ding dahingesetzt und dann ging dieser Spike da nach oben, war dann doof.
Und dann ruft man halt bei Intermin an, sagt, ey, yo, das ist zu hoch. Und bei Intermin sitzt man dann da so. Und knicken wir das Ganze halt ab. Und anstatt, dass die Halfpipe so geht, geht die halt einfach so. Wir knicken das einfach so runter, dass dann der oberste Punkt an der Höhenbeschränkung ist. Und dann sind wir fertig. So muss das passiert sein. Aber das sind auch nur Erzählungen und Überspitzungen meinerseits. Aber ich habe ja noch eine vierte Bahn und wie ihr jetzt vielleicht gut mitgezählt habt, hat es dann auch wieder gepasst, zum Glück. Und zwar im Leofu Village Theme Park und dort steht Screaming Condor. Hat eine Seite auch wieder Twisted Vertical Rollback und die andere Seite nur Vertical Rollback. Und da gibt es auch wieder eine Besonderheit. Nicht, dass die Station unbedingt unter der Erde ist und dann die eine Seite einfach mitten im Park aus dem Boden quasi rauskommt. Oder dass, wenn abgefertigt ist, dann immer Mitarbeiter noch in diesen Tunnel reingeht und guckt, ob sich nicht in der Ecke jemand versteckt hat. Nein, nach jeder Fahrt muss diese Bahn 10 bis 15 Minuten Pause machen. Die anderen müssen das nicht. Ich behaupte einfach mal, das liegt daran, dass man im Park Geld sparen will, muss, kann. Aber da musste nach jeder Fahrt 10 bis 15 Minuten eine Pause gemacht werden. So, dass wir sehr, sehr, sehr lange da anstehen mussten, weil halt die Leute nicht weggefahren werden können. Aber dann ging das auch. Und vielleicht seht ihr an diesem Beispiel, dass man das gar nicht pauschalisieren kann. Ey, kann das bei der und der Bahn passen? Oder ey, passt das bei dir? Dann muss es bei mir ja auch passen. Geil sind auch manchmal Kommentare, ich habe da und da nicht reingepasst, wieso konntest du die Bahn fahren? Ja, danke für nix. Ansonsten war es das zum Impulse Coaster von Intermin von mir an dieser Stelle. Habt ihr jetzt vier Bahnen mit Lim-Launch kennengelernt, vier Multi-Launch-Coaster quasi. Und wenn ihr noch mehr über Launch-Arten erfahren wollt, gibt es auch ein Video für Einsteiger unter euch, also Achterbahnwissen für Einsteiger, wo ich über zum Beispiel die Launch-Arten rede. Ist eine sechsteilige Serie, könnt ihr euch ja gerne mal hier auf dem Kanal angucken. Ansonsten war es das von mir. Ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride-View-Video-Magazin. Peace.